Cyberrisiken sind ohne Frage ganz zentral wenn man so die Meldungen auch verfolgt, das wird immer zentraler. Und dann ist die Frage eben, wie weit ist das absicherbar? Und für Versicherungslösungen ist immer ein bisschen die Voraussetzung, dass man auch über entsprechende Daten verfügt. Und an der Stelle wird es sehr schwierig, weil im Prinzip die Risiken jetzt beginnen erst richtig zu explodieren. Und ich bin eher der Meinung, dass es wahrscheinlich irgendeine Kombination braucht, eine Kombination auch aus einer Bereitschaft, ein Teil staatlicher Absicherung, das geht ja um gesellschaftliches Problem auch, und auch sehr viel mehr Prävention zu betreiben, dass eben nicht alles vernetzt ist, sondern es eben noch viel stärker auch lokale Inseln geben kann, die zum Beispiel unsere zentrale Versorgung, Energie und vieles mehr ja noch separat sichert. Beim Klimawandel ist es sehr ähnlich wie bei Cyberrisiken. Also auch dort ist wahrscheinlich die Information aus der Vergangenheit kein sehr guter Schätzer für die zukünftige Entwicklung. Die Datenlagen sind dort zwar deutlich besser, aber wir werden ein sehr großes sogenanntes Änderungsrisiko haben. Und das ist, glaube ich, offensichtlich. Wir haben sehr unterschiedliche Szenarien, die von Wissenschaftlern veröffentlicht werden in diesem Bereich. Und da gibt es Extremszenarien wie ein Klimakollaps. Dann sind natürlich das in Bereichen, die extrem gefährlich für die Gesellschaft werden. Und ich denke auch, dass es sehr wichtig sein wird, in der Langfristperspektive unbedingt ein Sharing zu haben aus verschiedenen Gruppen. Ich denke, es wird immer eine Art staatliche Absicherung geben müssen für Naturkatastrophen. Was ein Instrument ist, das auch in den letzten Jahren sehr erfolgreich eingesetzt wird und wird teilweise, aber nicht nur, von Versicherern organisiert, es ist ein sogenannter alternativer Risikotransfer. Dort ist das Konzept etwas anders. Das ist so, dass Investoren eben Beträge einbezahlen in eine eigene Hülle. Und wenn keine bestimmten definierten Schäden ereignen, dann wird das Geld zurückbezahlt, inklusive eines Spreads, eines Risikoaufschlags für die Tragung des Risikos. Im anderen Fall, in dem also Schäden eintreten, werden die eben direkt aus diesem Special Purpose Vehicle, wie sie sich nennen, dieser eigenen Rechtshülle, dann ausbezahlt. Und das Konzept hat eine Reihe von Vorteilen. Meistens ist die Schadendefinition dann sehr einfach gestaltet, sodass also sehr schnelle Auszahlungen möglich sind, was in solchen Fällen bei Naturkatastrophen sehr, sehr wichtig ist. Weil es ja nur Segmente sind, die von diesem Wandel eigentlich betroffen sind. Und die meisten Segmente, in denen wir als Bürger unterwegs sind, wird sich dort wenig verändern. Und es ist auch so, dass wir allein schon durch den Markt und durch risikoadäquates Pricing sich Prämienveränderungen nur in den Segmenten zeigen können, in denen es auch wirklich andere Kostenstrukturen gibt in der Zukunft. Ich denke, bezüglich Klimawandel und auch die Auswirkungen von Klimawandel eindämmen und abfedern zu können, da ist es keine Option, ausschließlich auf Versicherungslösungen gehen zu wollen. Und um es etwas überspitzt zu sagen, wir leben weiter so wie jetzt und zahlen nur mehr Versicherungen und damit wäre das Problem weg. Die Effekte, die ja durch den Klimawandel entstehen können, sind ja Dinge, die unter Umständen gar nicht mehr versicherbar sind. Und auch von den dann einhergehenden Prämien muss man sich schnell überlegen, dass das keine Lösung sein kann. Ich denke, die Investition in Prävention, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Und das fängt natürlich auch bei jedem Einzelnen und beim Verhalten jedes Einzelnen an, ist viel, viel zielführender. Es wird wahrscheinlich eine Kombination sein. Es wird sicherlich immer Risiken geben, die abzusichern sind über einen Risikoträger, also über ein Versicherungsunternehmen. Aber ich würde auf keinen Fall der Strategie das Wort reden zu wollen, zu sagen,
Prävention ist nebensächlich, im Wesentlichen so weitermachen und im Zweifel mehr versichern. Das, glaube ich, kann nicht die Lösung sein.